Der einfachste Maschenanschlag, den ich kenne, ist der Schlingenanschlag. Dazu benötigst du keinen langen Arbeitsfaden nach rechts. Du machst einfach nur eine Schlaufe, nimmst diese auf die rechte Nadel, ziehst sie nicht allzu fest, ziehst sie an und nun wickelst du den Faden einmal um den Daumen, stichst von unten in die Daumenschlinge ein und lässt einfach diese Schlinge auf die Nadel gleiten. Und das wiederholst du. Von unten in die Daumenschlinge, die Schlinge abheben und auf die Nadel gleiten lassen. Nicht fest anziehen, sonst tust du dir dann schwer beim ersten Mal abstricken. Du nimmst so viele Schlingen auf die Nadel, wie du Maschen benötigst. Ich mache es hier mit 12 Schlingen. So, Achtung, das sind noch keine Maschen, das sind erst Schlingen. Erst wenn du sie das erste Mal abgestrickt hast, werden sie zu Maschen. Ich stricke die Randmasche wie immer als rechte Masche und die erste Reihe, wie beim Kreuzanschlag auch, als linke Maschen. Du könntest sie auch als rechte Maschen stricken. Von links lässt sich sie ein bisschen einfacher einstechen. Also ganz normale linke Maschen abstricken. Diese Art des Anschlags ergibt einen ganz lockeren, nicht allzu stabilen Anschlagsrand, ist aber bei manchen Strickstücken vielleicht so gewünscht und eignet sich auch dafür, dass du dann später aus der Anschlagskante wieder Maschen aufhebst, um in die andere Richtung weiter zu stricken. Ich stricke jetzt einfach noch ein paar Reihen darüber, damit du dann siehst, wie das aussieht, dieser Anschlag. Ich stricke glatt rechts darüber, Vorderseite rechte Maschen, Rückseite linke Maschen. Ich werde dir in weiteren Videos auch noch weitere Anschlagsformen zeigen, zum Beispiel aufgestrickte Anschläge. So, einfach ein paar Reihen glatt rechts darüber. Ich habe es natürlich schneller gestellt, ich kann nicht so schnell stricken, leider. So, du siehst es hier nun unspektakulär. Der Vorteil ist, es ist ein lockerer, ein sehr weicher, sehr dehnbarer Anschlag und du brauchst keinen langen Anschlagsfaden, wie der beim Kreuzanschlag benötigt wird.